Leute, was geht? Heute mal der Schrotthandel Business Guide. Wir schauen uns heute an. Ah, Yusuf, mein Lieber. Na, wie geht's dir, Großer? Alles gut? Du, ich würde ganz kurz die Einleitung zum Video machen und dann können wir... Come on, baby, let's hustle, let's grind, let's make some paper! Ja, ja, sehr gerne, Bro, sehr, sehr gerne. Ich bin da wirklich dabei. Lass mich, wie gesagt, ganz kurz nur das Video hier einleiten und dann können wir... Pop, 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 buggerde, 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 du kleiner Go! So, und da bleibst du jetzt und hältst mal kurz den Rand. Meine Fresse. Freunde, wie gesagt, heute der Schrotthandel-Business-Guide. Yusuf ist ein bisschen arg motiviert. Ich liebe den Mann auch, aber manchmal muss er einfach ein bisschen chillen. Wir schauen uns auf jeden Fall alles an, was wir wissen müssen zu diesem Ding und wollen natürlich die Frage beantworten, lohnt sich der Shit aus finanzieller Sicht? Also nicht lange schnacken, rein ins Video, das euch heute mal wieder präsentiert wird von EasyStretcher.shop. Hier gibt es unfassbar geilen Qualitätsmerch von eurem Stretcher. Also schaut vorbei, EasyStretcher.shop oder einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Ach ja, und wenn wir schon dabei sind, Freunde, folgt mal rein auf Twitch und Instagram. Kuss geht raus. So, von der klassischen Business Guide. Wo fangen wir an? Natürlich mit Business kaufen. Falls ihr im Hintergrund vielleicht ein bisschen eine Kreissäge hört, Freunde, liegt es daran, dass ich hier gerade ein paar Menschen zerstückel bei mir im Kinderzimmer. Muss ich einfach ab und zu mal ein bisschen arbeiten. Spaß. War wirklich Spaß. Also hier nebenan wird einfach mies gebaut. Deswegen kann ich nicht vermeiden, dass hier ein bisschen Krach von draußen reinkommt. Ich glaube, man hört es aber gar nicht. Nur, falls ihr euch wundert. Ihr könnt euch auf Macebank Foreclosures für eine von 5 Schrotthandel-Locations entscheiden. Ich empfehle mittlerweile die Strawberry-Location. Die kostet euch 2.570.000 in der Basis und ist somit das zweiteuerste. Die coolste Location so an sich, auch wegen der Story und weil es einfach eine coole Gegend ist, finde ich jetzt. Und eben aber auch die teuerste ist der La Puerta-Schrottplatz. Aber die Location ist jetzt so im Nachhinein absolut nicht zu empfehlen, weil da auf diesem Gelände einfach ein Gangangriff ist, wodurch man dann den erstmal machen muss, bevor man überhaupt ins Unternehmen rein kann. Und auch ganz wack sind da wirklich die Spawns von persönlichen Fahrzeugen. Auch ganz, ganz schlimm, da muss man erstmal ewig rauslaufen. Ich habe mir den am Anfang geholt, habe das festgestellt. Deswegen würde ich sagen, ist Strawberry auf jeden Fall die richtige Lösung. Falls euch interessiert, wie schlecht wirklich diese Location ist, schaut dazu gerne mein Highlight-Video vom DLC-Release-Stream auf meinem Zweitkanal an, Freunde. Da habe ich mir nämlich das Ding geholt und dann irgendwie gecheckt, dass es doch nicht so das Beste ist. Aber ich habe tatsächlich jetzt nochmal gewechselt auf den Strawberry-Schrotthandel. Der ist sogar noch ein bisschen zentraler in der City, etwas günstiger sogar. Und die Spawns von den Fahrzeugen funktionieren wirklich top. Der Murrieta Heizschrottplatz wäre auch noch eine Möglichkeit, der ist bestimmt auch ganz gut, das ist jetzt einfach eher Geschmackssache. Die oben in Sandy Shores und Palito Bay, die könnt ihr eher lassen, dann könnt ihr es auch ganz sozusagen aufhören, dieses Ding irgendwie zu betreiben. Grundsätzlich, wie gesagt, fangen die an bei ca. 1,6 Mio, gehen hoch bis fast 2,7 Mio in der Basis, aber man kann auch wirklich deutlich mehr ausgeben, nämlich bei den Verbesserungen und die schauen wir jetzt auch an, weil da sind natürlich noch ein paar Sachen wichtig zu sagen. Also Farbe könnt ihr natürlich aussehen für 75.000, kann man aber auch absolut einfach lassen und das Ganze standardmäßig lassen, ist nur kosmetisch, 75.000 kann man sich schon mal sparen, bringt dem Business nichts. Dann kann man sich für 450.000 Dollar die Handelspreise kaufen. Die bringen dem Business an sich nichts. Also könnte man sich es eigentlich auch sparen. Die sorgen nur dafür, dass man eben bei Morse Mutual Insurance und bei Alice Customs, sobald man irgendwas repariert oder anfordert, nur die Hälfte zahlt. Heißt also, als Beispiel 90 mal eure Oppressor Mark II bei Morse Mutual anfordern, dann habt ihr immer statt 10.000 nur 5.000 gezahlt und habt sozusagen eure 450.000 wieder drin. Das heißt, langfristig könnte das Sinn machen, aber es hat jetzt mit dem Business an sich nichts wirklich zu tun. Überlegt euch einfach, ob es das euch wert ist und holt das oder holt es nicht. Dann gibt es natürlich noch den Abschleppwagen. Den sollte man sich auf jeden Fall holen, wenn man das Business richtig betreiben will, denn damit schaltet man natürlich einen Einkommensweg für den Schrotthandel frei, nämlich das Abschleppen, Digga. Und zwar nicht in der Diskothek, sondern in-game, Digga. Und das ganze Abschleppen beeinflusst dann auch noch euer passives Geldverdienen im Schrotthandel. Deswegen, wenn ihr den Schrotthandel euch holt, solltet ihr euch das Ding auch holen. Und wenn ihr da wirklich auch finanzielle Optimierung aus seid, dann holt euch auch nur das Ding für 650.000, also den ein bisschen verrosteten. Der ist nämlich genau gleich wie der nicht verrostete, nur dass er eben verrostet ist und kostet irgendwie fast nur die Hälfte. Deswegen spart euch das Geld, holt euch den für 650.000. Da kann nämlich genau das gleiche, sieht nur ein bisschen verranster aus. Da gibt es noch den Tresor für 57.000 Dollar zu kaufen und da auch ein sehr gefährlicher Trugschluss, liebe Freunde, nämlich ihr erhöht dadurch einfach nur die Kapazität von eurem Tresor. Ihr habt auf jeden Fall serienmäßig einen Tresor, der bis zu 100.000 Dollar lagern kann. Ihr könnt jetzt aber nochmal eine Dreiviertelmillion dafür ausgeben, dass ihr eben 150.000 mehr lagern könnt, also 250.000 Dollar insgesamt. Das ist das Einzige, was dieses Upgrade euch bringt, das heißt absolut overpriced. Ich habe es mir trotzdem geholt, weil ihr wisst ja, Freunde, genug Arab Money, aber so rein finanziell gesehen absolut nicht nötig. Einfach ein bisschen öfter vorbeikommen und das Geld abholen, dann ist das auch gar kein Problem. Und zuletzt natürlich noch das Personal-Upgrade für 625.000 Dollar. Das ist ein Must-Have, wenn ihr den Schrotthandel betreiben wollt, da ihr einfach eure Autos doppelt so schnell ausschlachten könnt, somit doppelt so schnell wieder Platz habt und doppelt so schnell eben Geld verdient. Später mehr natürlich zu den genaueren Zahlen, aber das ist auf jeden Fall ein Must-Have, wenn ihr das Ding betreiben wollt. So, und das zur Ausstattung, wenn es rein ums Geld verdienen geht, reicht eigentlich es, wenn ihr euch den billigsten Abschleppwagen holt, wie gesagt, und das Personal-Upgrade. Das sind die einzigen notwendigen Upgrades, Verbesserungen, Ausstattungen, die ihr braucht. Damit bekommt ihr dann sozusagen rein businesstechnisch das Maximum raus und ihr würdet nur in Anführungsstrichen 3,8 Millionen circa ausgeben für den Strawberry-Schrottplatz. Wie gesagt, Farbe,
Handelspreise, schickere Abschlepper und der Wandtresor sind einfach optional. Braucht man nicht. Bringt euch teilweise schon Vorteile oder ihr spart Geld, aber was das Business angeht, nutzt das euch nichts. Aber wenn ihr euch zum Beispiel so wie ich einfach alles holt, weil es euch um das Unternehmen an sich geht, weil ihr noch Bock habt, alles mal zu tryen, kostet euch das einfach weit über 5 Millionen, etwa 5,6 Millionen. Völlig gestört, ehrlich gesagt. Ihr seht vielleicht im Hintergrund, ich hatte den Tresor schon bei meinem La Puerta Schrottplatz. Da war auch noch Geld drin gewesen, deswegen musste ich den nicht extra kaufen, als ich den Strawberry Schrottplatz gewechselt habe, sondern den hat es dann sozusagen übernommen. Also für mich war es dann mit Vollausstattung ca. 4,8 Millionen, weil ich schon im Vorhinein beim La Puerta Schrottplatz die 750.000 Dollar für den Tresor ausgegeben habe und dann habe ich eben fürs in Zahlung geben nochmal irgendwie 1,3 Millionen bekommen. Natürlich finanziell richtig dummer Move, war mir aber egal. Ich wollte es euch jetzt sozusagen an der richtigen Location zeigen. Aber das war es grob zu den Empfehlungen, was den Kauf dieser Immobilie angeht. Holt euch auf jeden Fall das Teil, wenn ihr wollt und fahrt dann hin. Dann kommt nämlich auf jeden Fall eine legendäre Cutscene mit Yusuf und Jamal. Sehr, sehr nice gemacht. Wie gesagt, der Vibe allein, der passt auf jeden Fall bei dem Update. Deswegen bin ich hier manchmal vielleicht nicht streng genug mit diesem Unternehmen hier, weil ich einfach das Update irgendwie als sehr spaßig wahrgenommen habe. Die Missionen machen auch Bock, die Charaktere sind irgendwie cool. Das habe ich lange nicht mehr so gehabt bei dem Update, dass es mir das so Laune gemacht hat. Grundsätzlich einfach macht das alles Bock und ist wirklich cool gemacht. Aber wir müssen ja heute wirklich mal den Blick auf das Wirtschaftliche werfen und ich versuche das bestmöglich relativ nüchtern zu betrachten, damit die kaltblütigen Geldgrinder unter euch auch wirklich wissen, tätige ich dieses Investment oder scheiße ich lieber auf den Schrotthandel. Deswegen gehen wir jetzt mal zu den Geldmachmöglichkeiten. Also wir haben drei verschiedene Arten, Geld mit dem Schrotthandel zu verdienen und schauen uns diese jetzt mal nacheinander an. Würde ich sagen, finde ich. Ich finde, dass du jetzt meinen Kanal abonnierst. Finde ich. Definitiv. Also wir legen los mit den Fahrzeugrauben. Dazu müsst ihr euch in eure Halle an diesen unfassbar modernen PC begeben. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Und dann in diesem schönen Programm, welches scheinbar noch auf Windows 98 läuft, zeigt es euch dann drei Autos an, die ihr klauen könnt. Das Ganze ist dann immer wie so ein Mini-Heist aufgebaut, der euch so circa 30 bis 40 Minuten Zeit kostet, je nachdem wie geübt ihr seid sozusagen. Also eben das einfach mal starten. Dafür müsst ihr eben eines dieser Autos auswählen, welches ihr klauen wollt. Das kostet euch dann 20.000 Dollar. Dann müsst ihr erstmal so eine Ausspähmission machen, ganz klassisch. Und anschließend dann an der Planungstafel zwei Planungsarbeiten machen. Die dritte ist dann sozusagen optional. Könnt ihr euch auf jeden Fall meiner Erfahrung nach sparen. Kostet nur Zeit. Und dann seht ihr auf dem Planungsbildschirm auch noch diese sogenannten Aufgaben. Dazu müsst ihr einfach auf der Map zu diesen grünen Taschen fahren. Das sind immer so zwei bis drei Stück. Auch wieder eine optionale auch noch dabei. Optionale könnt ihr euch, wie gesagt, auch da wirklich sparen. Macht dann diese Aufgaben noch dazu, einfach sozusagen im Free-Mode und kehrt dann wieder zurück an den PC, um das Finale eben zu starten. Und da geht es dann eben darum, das Fahrzeug in diese kleinen Finalmission zu klauen, zum Schrotthandel zurückzubringen. Das mal so allgemein, wie diese Mini-Heists sozusagen alle ablaufen. Noch kurz von mir ein paar Tipps, die ich so festgestellt habe. Während diesen Vorbereitungen, wenn ihr mal Sterne habt und zum Beispiel einen langsamen LKW fahrt, dann steigt einfach schnell aus, killt euch mit einer Granate oder so, dann sind die Cops weg und dann habt ihr wirklich keinen Stress und spart euch auf jeden Fall auch Zeit. Lester anrufen zum Beispiel geht nämlich nicht, das haben wir im Stream noch getestet. Aber so grundsätzlich muss ich wirklich sagen, waren alle diese Missionen während der Mini-Heists echt easy. Die einzelnen Vorbereitungen und Aufgaben, aber auch die Finalmissionen wirklich sehr selbsterklärend und echt wirklich nicht schwer. Deswegen muss ich da auch, glaube ich, gar nicht genau drauf eingehen in diesem Video hier. Ich glaube, das kriegt ihr wirklich alle hin mit ein bisschen Spielerfahrung. Ein cooler Tipp, den ich noch habe für euch für die Finalmissionen. Ihr könnt persönliche Fahrzeuge nutzen, also wie zum Beispiel einen Sparrow oder eine MK2, wenn es Sinn macht, um eben von den Cops abzuhauen zum Beispiel. Könnte durchaus hilfreich sein. Das nur so als kleiner Tipp. Und wichtig auch noch zu erwähnen, man kann während diesen Finalmissionen noch so kleine Zusatz-Challenges erfüllen, um dann bis zu 50.000 Dollar Bonus obendrauf nochmal pro Finale zu bekommen, was schon sehr, sehr nice ist. Also zum Beispiel bei dem einen Heist sind es dann mehr als 15 Kopfschüsse innerhalb von einer Minute HAO erreichen. Seht ihr am Hintergrund etwa, das ist bei den drei Heists auch immer unterschiedlich. Wenn man die dann aber zukünftig weiß, kann man damit echt noch gut Geld machen, weil es gibt immer drei Challenges. Wenn man alle drei abschließt, nochmal 20.000 Bonus obendrauf, somit insgesamt 50.000 Bonus und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn es geht. Sozusagen das Ziel von diesen Rauben ist dann eben, das Fahrzeug zu klauen. Sobald ihr das dann im Schrotthandel habt, könnt ihr verschiedene Optionen wählen. Einmal natürlich, Yusuf hat ein großes Interesse daran, euch die Fahrzeuge abzukaufen. Das ist auch die beste Option, die ihr wählen könnt. Da muss man dann nur kurz ans Fahrzeug gehen, sagen, an Yusuf verkaufen für eben zum Beispiel diese 395.000 bei dem Omaggio. Fährt dann einfach in der ganz lässigen Mission das Auto einfach zum Hafen und fertig ist. Da verfolgt euch kein NPC oder sonst was. Deswegen macht das einfach easy in der Invite-Only-Lobby. Und es lohnt sich auch nicht, das Ganze in der öffentlichen Lobby zu machen, wegen irgendwie einem öffentlichen Verkaufsbonus. Den gibt es einfach nicht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, Invite-Only-Lobby ist sozusagen der Go-To-Way. Ist natürlich auf der einen Seite irgendwie schade, weil 50% Bonus auf so eine Verkaufsmission wären schon richtig schmackhaft. Andererseits wäre es auch irgendwie wack, weil man dann sozusagen gegrieft werden könnte oder man hätte ein schlechtes Gewissen, wenn man es dann doch in der Invite-Only-Lobby macht, weil man irgendwie Kohle liegen lässt. Auf jeden Fall Status Quo ist einfach, macht das Ganze in der Invite-Only-Lobby, dann macht ihr das easy, bekommt auch das Geld, was dann dran steht und fertig. Habt natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn ihr einen Kumpel einstellt oder noch einen zweiten Kumpel, alle drei Fahrzeuge erstmal zu klauen und diese dann gleichzeitig auf einmal zu verkaufen, bringt euch aber jetzt keinen Geldbonus oder so, sondern ihr spart euch vielleicht maximal eben ein bisschen Zeit, weil ihr nur eine Verkaufsmission macht und eure Kollegen euch eben helfen. Aber darauf muss man jetzt auch nicht unbedingt schwitzen. Die dritte Option ist dann noch eben diese Dinge ausschlachten zu lassen. Das seht ihr ja unten und ihr seht auch direkt, das gibt viel weniger Geld. Also auf jeden Fall nicht machen. Verkauft die immer an Yusuf. Ihr seht, die Verkaufsmissionen an Yusuf sind komplett easy und es ist wirklich gar kein Stress. Wirklich das Ausschlachten bringt, wie gesagt, weniger Geld und das dauert dann sogar auch noch 144 Minuten, bis ihr euer Geld wirklich bekommt. Mit dem
Personal-Upgrade. Wenn ihr kein Personal-Upgrade habt, was ich euch nicht empfehlen würde, dann würde das sogar 192 Minuten dauern. Gut ist aber auf jeden Fall, dass ihr nicht diese 144 Minuten online sein müsst, sondern ihr könnt sozusagen aktivieren, ausschlachten, geht dann offline. Wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, 4 Stunden off wart und dann wieder ins Spiel kommt, kriegt ihr direkt das Geld. Also die Offline-Zeit zählt sozusagen mit. Das ist wenigstens ganz cool. Auf jeden Fall, wie gesagt, dennoch der Aufwand an Yusuf verkaufen ist echt nicht viel und habt ihr kein Risiko eigentlich. Da bekommt ihr das meiste Geld, also macht das immer. Und allgemein Thema Geld, wie gesagt, ihr bekommt für die ersten drei Autos 395.000, 340.000 und $260.000 für einen Aufwand von, wie gesagt, 30 bis 40 Minuten, vielleicht auch 45 Minuten oder vielleicht sogar auch ein bisschen schneller, wenn man das Ganze mal öfters grindet. Also das ist ganz ehrlich beim Omagio nicht schlecht, aber eigentlich für das, was wir für das Unternehmen ausgegeben haben, viel zu wenig. Wie gesagt, die machen zwar echt Laune, rein zahlentechnisch passt es aber auf jeden Fall nicht und ist meiner Meinung nach wirklich so 2017er Level. Und eine kleine wichtige Randinfo noch, Freunde, wirklich grinden kann man die bisher auch nicht, denn man kann davon nur 3 pro Woche machen. Jede dieser Raube einmal pro Woche. Und dann jeden Donnerstag wird das Ganze aktualisiert und man kann sie wieder 3-mal machen, bis wieder eine Real-Life-Woche vergangen ist. Ja, Freunde, eine Real-Life-Woche. Ihr habt richtig gehört, es ist völlig geisteskrank. What the fuck ist da passiert? Rockstar, also da wirklich einfach nochmal nachbessern. Vielleicht wurde doch wieder ein bisschen zu viel Crack geraucht. Wichtig dabei zu erwähnen auch noch ist, dass eben noch 2 neue Raube im Drip-Feed dazukommen werden. Wann die genau kommen, weiß ich nicht, aber es ist einmal der Podium-Raub und noch der McTony-Raub, die hoffentlich dann auch noch vielleicht ein bisschen besser bezahlt werden. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Und es geht auch das Gerücht rum, dass Rockstar vielleicht diese eine Woche Dauer wegnimmt oder reduziert oder irgendwas in die Richtung, was halt wirklich stark angebracht wäre, weil dann könnten wir die Mini-Heists wirklich grinden, dann könnten wir ein bisschen besser kalkulieren und dann könnte das ganze Unternehmen sich vielleicht auch irgendwie lohnen. Ob das kommt und wann das kommt, weiß ich aber nicht. Wahrscheinlich muss ich, wie gesagt, wenn der Drip-Feed dann wirklich final durch ist, nochmal einen kleinen Money-Guide hier machen oder ein Update hier zu bringen, wenn man wirklich weiß, wie wirklich alles final ist. Aber jetzt mal Status Quo. Das Update ist schon über eine Woche her, deswegen wird es mal Zeit für den ersten Guide. So, Stretch aus dem Schnitt hier. Das Video habe ich am Mittwoch recorded. Ich nehme diese Aufnahme jetzt hier Donnerstag auf, nachdem die erste Eventwoche nach dem Update rausgekommen ist. Mit dieser ersten Eventwoche kam sozusagen der nächste Auftrag raus. Also wenn mich nicht alles täuscht, dieser Podiumsraub für den True Fate Thrax. Für den gibt es dann 405.000, also 10.000 mehr als für den Omagio. Ist nicht bad, aber jetzt auch nicht weltbewegend, wie gesagt. Und ich denke, auch wenn dann der 5. nächste Woche rauskommt, wird der nicht weltverändernd viel Geld bringen. Und selbst wenn der irgendwie 700.000, 800.000 bringen würde, was ich echt mir nicht vorstellen kann leider, würde das wirklich auch die Welt nicht verändern und auch alles, was ich hier weiter im Video erzählt habe, eigentlich von meinem Fazit etc. nicht beeinflussen. Deswegen denke ich, passt das Video auf jeden Fall so, wie ich es jetzt hier euch präsentiere für den aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Uploads und wie gesagt nochmal kurz einen Tag später aktualisiert. Wirklich entscheidender Faktor wäre, dass man diese eine Woche Begrenzung rausnimmt und dann könnte man sich wirklich Gedanken drüber machen, ob man das hier wirklich grinden kann. Und außerdem wird auch im Drip-Feed dann in Zukunft kommen die Option, dass man eben statt die geklauten Autos zu verhökern, diese einfach auch selber behalten kann für die eigene Sammlung für einen deutlich günstigeren Preis und dann bekommt man anscheinend sogar noch irgendwie einen günstigeren Preis, wenn man eine Dokumentenfälscherei bei den MC-Unternehmen besitzt. Macht ja irgendwie Sinn, weil man eben Dokumenten fälschen kann und das Ganze dann irgendwie ein bisschen billiger geht vielleicht noch. Aber ja, crazy die Connection dann auf einmal mit den MC-Unternehmen, voll random, irgendwie krass, unnötig kompliziert, aber irgendwie auch geil, also ja, keine Ahnung. Kuss natürlich an Test 2, von dem ich diese Infos habe und dem man da auch wirklich vertrauen kann, dass das Ganze wahrscheinlich irgendwie so eintreten wird. Und ja, wer sich an der Stelle noch für meine MC-Business-Money-Guides interessiert, schaut gerne in die Infobox, da wird das Ganze jetzt wahrscheinlich kurz aufpoppen. Wer Interesse hat, schaut vorbei. Aber jetzt zurück zum Schrotthandel. Also ja, das eben die erste Möglichkeit, Geld zu machen. Da wird sich dann scheinbar auf jeden Fall noch was ändern, weil eben noch Mini-Heists dazukommen. Wie sich die Begebenheiten sonst in den nächsten Wochen und Monaten ändern, weiß ich nicht. Das aber hier erstmal der aktuelle Stand. Wir kommen zur nächsten Einkommenssparte, dem Abschleppen, Alter. Diese Möglichkeit gibt es eben, wenn ihr euch den Abschleppwagen dazu bucht. Dann steht er nämlich in eurer Halle, ihr könnt da einsteigen und dann entweder das Ding umlackieren, wenn ihr irgendwie ein bisschen Optik anpassen wollt, oder eben eine Abschleppdienstmission starten. Die Missionen sind auch immer ganz simpel. Ihr fahrt zum Ziel, da steht ein Fahrzeug, das schnappt ihr euch und bringt das zurück zum Schrotthandel. Ganz einfach, oder? Falls euch die Cops hier irgendwie nerven bei den Missionen, auch einfach wieder aussteigen, mit einer Granate killen und dann weiter. Mein Tipp, spart ihr wirklich Zeit und Stress. Und sobald die Autos dann im Schrotthandel angekommen sind, übernimmt einfach euer Personal und das braucht dann, wenn ihr euer Personal-Upgrade gekauft habt, 48 Minuten zum Ausschlachten und Verkaufen dieser Fahrzeuge und ihr bekommt dann euer Geld. Ohne Upgrade dauert das Ganze 96 Minuten. Ihr bekommt dann je nach Fahrzeug so irgendwas zwischen 30.000 bis 60.000, was ich jetzt so feststellen konnte bisher. Eben dann, wie gesagt, nach 48 Minuten und außerdem habt ihr 2 Hebebühnenplätze. Also ihr könnt 2 Fahrzeuge zügig hintereinander sozusagen mal besorgen. Dann sind die Kollegen erstmal voll. Die Kollegen müssen dann 48 Minuten jeweils eben ausschlachten. Bis dahin könnt ihr auch keine weitere neue Abschleppmission starten, solange eben die Hebebühnen voll sind. Und wenn ihr euch warum auch immer zum Beispiel bei den Mini-Heists für das Ausschlachten entschieden hättet, was man wirklich nicht machen sollte, besetzt das eben auch eine dieser Hebebühnen. Also dann könnt ihr wahrscheinlich nur einen Abschleppdienst machen und dann ist das Ding schon voll für die eben vorhin genannte Zeit, bis das eben ausgeschlachtet ist. Also wirklich, macht das einfach nicht. Aber auch hier eben beim Abschlepper geht das ganze Ausschlachten, wenn ihr eben auch offline seid. Also ihr könnt 2 Autos besorgen, dann aufgehen und nach einer Stunde, keine Ahnung, wieder online kommen, bekommt dann direkt das Geld. Das ist schon ganz cool. Also so grundsätzlich 2 Autos alle 48 Minuten wären so circa 60 bis 100.000
vielleicht im Schnitt hin, keine Ahnung, 10 bis 15 Minuten Zeitaufwand für solche zwei Abschleppfahrten. Eben auch abhängig davon, wie weit weg die Dinger sind. Ist jetzt nicht mega bad, genauso wie die Mini heißt, aber irgendwie auch halt einfach nicht krass. Und ich hatte halt wirklich was Krasses erwartet, vor allem auch, weil das Ganze wirklich teuer ist zu kaufen. Aber es gibt ja auch noch eine dritte Einkommenssparte beim Schrotthandel, nämlich den Tresor. Und da an der Stelle erstmal ein big Shoutout an GTA-Man. Ist ein englischsprachiger GTA-YouTuber, dem ich schon eine Weile folge. Der hat nämlich den Tresor super erklärt und ich habe meine Infos einfach von dem. Denn ich habe wirklich nirgends richtig offizielle Zahlen gefunden, in welcher Zeit man wie viel mit dem Tresor verdient. Deshalb beziehe ich mich jetzt wirklich mal auf seine Zahlen. Das waren die einzigen, die in meinen Augen irgendwie Sinn gemacht haben. Kein Plan, ehrlich gesagt, wo er die her hat, aber es klingt plausibel und ich vertraue ihm da jetzt einfach mal. Deswegen hoffen wir, dass es so passt. Und wie gesagt, schaut gerne bei dem Mann vorbei. Also bekommt alle 48 Minuten, wie auch zum Beispiel beim Nachtclub, Geld in den Tresor. Ganz passiv. Aber ähnlich auch wie beim Nachtclub mit der Club-Beliebtheit ist das auch hier beim Schrotthandel. By the way, hier in der Infobox geht es zum Nachtclub Money Guide, eines der geilsten Unternehmen. Also schaut vorbei, falls ihr wirklich keinen Plan habt. Aber ja, hier beim Schrottplatz gibt es zwar keine Beliebtheit, aber trotzdem so eine Art Prozentregel, wie eben beliebt dieser Schrotthandel ist. Und durch die Abschleppmissionen bekommt man dann eben sowas wie Beliebtheit im Club, wie man dann im Nachtclub zum Beispiel durch die Rauswerfermission das Ganze bekommt oder durch Club-Promotion-Mission. Das ist blöd gemacht, weil es halt wirklich beim Schrotthandel dazu keinen Balken gibt, der uns da anzeigt, wie viel wirklich diese Beliebtheit sozusagen ist. Aber laut GTA-Man ist es so, dass man also 25% Beliebtheit für den Schrotthandel pro Abschleppdienstmission bekommt. Heißt, nach 4 Abschleppmissionen ist man bei 100% und somit dem Maximum an Beliebtheit beim Schrottplatz, was $24.000 pro Tag passiv sind. Also ihr bekommt im Maximum alle 48 Minuten in Real Life pro GTA-Tag also zusätzlich passiv in den Tresor reingelegt und könnt das dort abholen. Aber ähnlich auch wie beim Nachtclub verliert man alle 48 Minuten, also pro GTA-Tag eben auch 5% dieses Beliebtheitsbalkens. Und wie ihr zum Beispiel in dieser Grafik hier seht, die ich wirklich einfach mal ganz frech von GTA-Man geklaut habe, ich habe auch keine Ahnung, wo er sie her hat, aber wie gesagt, die ist einfach wichtig, um das Ganze zu verstehen, sinkt das Einkommen ab 90% Beliebtheit sozusagen wieder ab. Das heißt, wenn ihr mal auf 100% seid, reicht es alle 48 bis 96 Minuten spätestens so eine Abschleppmission zu machen, um dann sozusagen immer bei 95 oder 100% zu sein und dann eben immer auch diese $24.000 passiv pro GTA-Tag in den Tresor gelegt zu bekommen. Plus eben diese $30.000 bis $60.000 durch das Ausschlachten. Wenn man das sozusagen alle 1-2 Stunden mal macht, ist auf jeden Fall chillig, nebenher noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und selbst wenn man dann nur den Standard-Tresor hat, also sich die $750.000 gespart hat, für den großen Tresor reicht das trotzdem, jede 4 GTA-Tage einfach mal herzukommen und den Tresor zu leeren. Also wie gesagt, das ist wirklich unnötig, das sich zu holen. Also ja, wir wissen jetzt eigentlich etwa, wie alle diese drei Einkommensarten funktionieren und wie viel Geld sie bringen. Also jetzt noch kurz grob mein Fazit, ein paar grobe Berechnungen, ob sich das lohnt, meiner Meinung nach. Ich versuche das jetzt einfach mal kurz mit einem Beispiel zu erklären. Ihr macht einfach mal ganz entspannt einen der Mini-Heists, zum Beispiel den besten. Dafür braucht ihr, sagen wir mal, 45 Minuten, wenn ihr das ganz entspannt macht. Ihr zahlt $20.000, bekommt von Yusuf dann $395.000 für den Omaggio und wenn ihr dann sozusagen es richtig macht und noch den Bonus im Finale bekommt, nochmal 50.000 obendrauf, also in 45 Minuten circa $125.000 Gewinn. Dann macht ihr noch 2 Abschleppdienstmissionen, holt da schnell hintereinander 2 Fahrzeuge und braucht dafür, sagen wir mal, 15 Minuten, damit es rechnerisch ein bisschen leichter geht, bekommt dafür, sagen wir dann auch einfach nur mal rechnerisch ein bisschen leichter, $75.000 insgesamt nach 48 Minuten eben, wenn ihr dann ausgeschlachtet sind. Das heißt, für den Zeitaufwand von einer Stunde, den ihr braucht für den Mini-Heist und die Fahrzeuge bekommen, sind es dann $500.000 Gewinn. Klar, die Ausschlachtgewinne kommen dann erst ein bisschen später, ein bisschen zeitversetzt, aber ihr hättet ja auch theoretisch auch direkt danach offline gehen können. Es geht jetzt mal nur um den Zeitaufwand. Und wenn wir jetzt im Best Case davon ausgehen, ihr seid schon bei 100%, was den Tresor angeht, habt ihr währenddessen nochmal $24.000 passiv in den Tresor gelegt bekommen, also $524.000 in Summe in einer Stunde Zeitaufwand sozusagen. Und ja, ich weiß, die $24.000 kommen ja alle 48 Minuten, aber wir rechnen jetzt einfach mal mit einer Stunde Zeitaufwand, dann sind das sozusagen, wie gesagt, diese $524.000 mit meiner Milchmädchenrechnung, sage ich mal. Und das ist wirklich schon eigentlich der allerbeste Case, der möglich ist. Der aktuell dann auch wirklich einmal die Woche möglich ist, denn danach gibt es für eine Woche diesen Grotti-Omaggio-Raub nicht mehr. Also nur noch Abschleppdienst und Passivgeld gehen dann, was ja auch irgendwie zusammengehört natürlich. Und dann eben noch die 2 anderen Mini-Heists pro Woche, die man einmal jeweils machen kann und dann kann man schön warten. Also ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drum rumrechnen. Dieses Best-Case-Szenario ist nicht verkehrt, wenn man wirklich sagt, man bekommt da in einer Stunde über eine halbe Million. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie krass heraussticht. Und vor allem, wir können das nicht wirklich skalieren oder irgendwie regelmäßig wiederholen. Aber ich meine, wer weiß, vielleicht ändert Rockstar das nochmal mit den kommenden Rauben, dass die wirklich nochmal deutlich mehr Kohle geben. Oder vielleicht ändert das Rockstar auch nochmal mit dieser wöchentlichen Begrenzung. Aber so kann man sich das Unternehmen wirklich sparen, weil da macht es wirklich gar keinen Sinn. Man kann nichts irgendwie richtig planen. Man kann nicht sagen, okay, wir machen jede Stunde, die ich
zocke so und so viel Geld, weil es so unterschiedlich immer ist mit diesen Begrenzungen und so viele Variablen, die da existieren. Wie gesagt, ich spiele das gerade sehr gerne selber, weil es einfach Bock macht, finde ich. Aber es ist auf dem Papier aktuell wirklich kein gutes Unternehmen. Vor allem für Anfänger nicht zu empfehlen. Absoluter Skandal. Kosatka, Agentur, LSD-Labor, Nachtclub, alles viel, viel besser und einfach auch um zu starten auch noch viel, viel günstiger. Es ist wirklich gestört. Wie gesagt, wenn man bedenkt, was man für dieses Unternehmen ausgegeben hat, selbst im Mindestanspruch, einfach nur um dieses Unternehmen in seiner vollen Kapazität betreiben zu können, waren es ja weit über 3 Millionen. Also das ist wirklich, wirklich komplett dumm einfach. Und dann alleine, dass man nicht mal richtig den Safe berechnen kann, weil es einem irgendwie nicht mal angezeigt wird, dass man irgendwie einmal sagen kann, okay, an so einem schönen Grindtag 5 bis 10 Stunden zocken, dann weiß ich, wie viel ich bekomme. Nee, geht alles nicht, weil es irgendwie auf eine Woche begrenzt ist. Dann gibt es passiv irgendwie noch irgendwas alle 48 Minuten, aber es können immer nur 2 Autos gleichzeitig ausgeschlachtet werden, weil dann das Ding voll ist und es ist einfach alles irgendwie viel zu unnötig kompliziert. Wahrscheinlich ist das auch so gemacht, um zu verschleiern, dass es wirklich ein Drecksbusiness ist, wenn man es rein wirtschaftlich sieht. So wie ich auch wahrscheinlich schon zum 5. Mal hier gesagt habe, ich feiere es wirklich, weil es Bock macht, aber Alter, Caio Perico heißt, mich eine Stunde hin, zockt das Ding, kriegt meine 800.000 bis 1 Million, warte dann die Cooldown-Zeit, kann es nochmal machen, Agentur-VIP-Auftrag, hockt mich 1,5 Stunden, 2 Stunden hin, kriegt 1 Million, weitermachen, ganz easy, nicht dumm, kompliziert etc., einfach zocken. Und einfach, wie gesagt, irgendwie ist es natürlich cool, dass es alles ein bisschen komplex ist, damit man ein bisschen Möglichkeiten hat, Sachen zu optimieren, aber irgendwie macht es auch einfach keinen Bock, dieses weirde Verkomplizieren von diesem Unternehmen, meiner Meinung nach zumindest. Und es gibt wirklich einfach schon viel zu viele andere Unternehmen, die man wirklich schon betreiben sollte, sodass man den Schrotthandel da nicht einbauen sollte, weil einfach der Aufwand sich nicht lohnt und man dafür einfach nicht die Zeit hat. Also wirklich, wenn sie den Schrotthandel jetzt 2- bis 3-fach so profitabel gemacht hätten, dass er wirklich unfassbar viel Kohle abwirft, dann kann man sich darauf priorisieren und dann passt man sich vielleicht diesem weirden Zeitrhythmus da an. Aber dadurch, dass er halt nicht mal irgendwie mehr Geld wirklich bringt als so eine Autowerkstatt oder ein Hangar, kann man es einfach wirklich lassen. Lohnt sich aktuell rein finanziell einfach nicht und darum ging es ja heute in diesem Video und das ist mein Fazit dazu, Freunde. Sehr viel Liebe natürlich für das Update, weil es einfach Laune gemacht hat, die Charaktere sind cool, aber finanziell gesehen ist es wirklich ein absoluter Krampf. Ich habe natürlich immer noch ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht noch wird, aber das ist aktuell der Status quo. Und damit soll es das dann auch von meinem heutigen Guide gewesen sein. Ich hoffe, ich habe wirklich hier das Wichtigste erwähnt. Mal sehen, wahrscheinlich, wenn der Dripfeed vollständig draußen ist, dann mache ich hier vielleicht nochmal einen überholten Guide oder wie auch immer, aber das soll es jetzt erstmal sein. Ich hoffe, ich konnte für alle, die sich dafür interessieren, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und euch vielleicht bei der Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls das der Fall ist, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und abonniert jetzt mal diesen ekligen Kanal hier. Ich glaube, ich bin. In diesem Sinne, Freunde, lasst mich gerne wissen, was eure Gedanken zum Schrotthandel oder allgemein zum The Chop Shop DLC sind. Falls ich was vergessen habe, natürlich mich auch wissen lassen. Bald ist natürlich auch noch Heiligabend, also an der Stelle genießt die Weihnachtstage mit euren Freunden und Familien. Rutscht natürlich auch gut ins neue Jahr. Bleibt gesund, lasst euch gut gehen und ich sag hier schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank für dieses wirklich hammergeile Jahr 2023. Es kommt auf jeden Fall noch das ein oder andere Video oder auch noch der ein oder andere Stream dieses Jahr. Es ist nicht das letzte Video dieses Jahr, aber ich sag's dir trotzdem schon mal. Kuss wirklich an jeden von euch für diesen brutalen Support im letzten Jahr und natürlich auch die 2 Jahre davor. Wir sind schon fast 40.000 Leute auf diesem Kanal. Völlig brutal. Sheesh, kurzer Freestyle an der Stelle. Dogs, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.